Ronny Marcos, im Spielverlauf mega frustrierend, 2:2. Ich glaube, vor dem Spiel hätte man einen Punkt gegen Freiburg vielleicht nicht schlimm gefunden. Jetzt nach dem Spiel geht es euch wahrscheinlich, aber nicht so dolle. Ja, ist natürlich bitter. Wir führen 2:0 auswärts. Kriegen im Endeffekt zwei so eine Eiertore. Klar, haben die zweite Halbzeit schon sehr gut gemacht, aber das ist dann auch irgendwo zu einfach, weil wenn wir 2:0 auswärts führen, müssen wir es über die Zeit kriegen. So spätestens nach dem Gegentor müssen wir noch schärfer sein, aber ja, die haben auch ihre Qualität, die stehen auch nicht zu Unrecht da oben, aber das Spiel heute, das musst du eigentlich schon gewinnen. Wir haben es von außen so ein bisschen beurteilt, oder unser Eindruck war, einer der stärksten Mannschaften von dem Auftreten gegen euch jetzt, die wir so in dieser Liga bisher hingesehen haben. Wie würdest du das beurteilen oder setzt du da eher bei euch an? Wo liegt da die Waage? Ja, ganz klar bei uns. Also ich glaube, das war heute mit Ball in der Rückrunde wahrscheinlich unser schwächstes Spiel. Und wir hatten durch die Bank weg viele Fehler. Und ja, klar, hat ganz mit dem Platz zu tun, mit den Temperaturen, aber der Gegner hat das genauso. Und das können wir nicht zählen lassen. Also im Endeffekt müssen wir einfach mehr Zählbares mitnehmen. Die gute Nachricht, ihr habt zumindest was Zählbares mitgenommen, einen Punkt. Kann man da so ein bisschen zumindest sich drüber freuen dann, oder ich weiß nicht, zumindest positiv mitnehmen? Ich glaube, wir sprechen über zwei verlorene Punkte und keinen gewonnenen Punkt. Und es ist einfach ärgerlich, also das muss man ganz klar sagen. Und gut, die englische Woche hätten wir perfekt machen können mit 9 Punkten. Jetzt sind 7 geworden, was natürlich auch, klar, nehmen wir mit, aber die 9 waren mehr als greifbar. Dominik Wanner, wahnsinnig frustrierender Spielverlauf, 2:2 gegen Freiburg. Vor dem Spiel wäre wahrscheinlich der ein oder andere Fan auch mit einem Punkt gegen den Gegner zufrieden gewesen. Jetzt nach dem Spiel sind wir, glaube ich, alle mächtig bedient, kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, wenn es ja irgendwie 1:1 ausgeht, ich glaube, dann sind wir alle zufrieden. Aber wenn du so kurz davor bist und dann in der letzten Aktion quasi das Gegentor noch bekommst und nur mit einem Punkt nach Hause fährst, ist schon sehr bitter jetzt gerade, ja, das stimmt. Hatte den Eindruck heute, aber auch ein richtiges Kampfspiel insgesamt. Also ihr musstet richtig, richtig tief gehen und richtig alles raushauen. War das auch so? War das so anstrengend auf dem Platz, wie es von außen ausgesehen hat? Auf jeden Fall. Ich denke auch, die Wetterbedingungen sind wir bis jetzt auch noch nicht so gewohnt. Deswegen war es schon sehr, sehr anstrengend und auch, ich glaube, muss man sich dran gewöhnen. Aber wie du auch gesagt hast, war sehr anstrengend. Deswegen war es eigentlich gut, dass wir früh mit 2:0 in Führung kommen. Wir hatten eigentlich eine perfekte Ausgangssituation, auch nach der Halbzeit, als wir wieder rauskamen. Wie es dann am Ende war, wie gesagt, bitter. Und die Marcos hat mir gerade eben gesagt, er ist extrem gewurmt. Er hätte gern die perfekte englische Woche gehabt und diese 9 Punkte, die 7 seien zwar auch auf dem Papier nicht schlecht, aber man möchte halt diese 9 haben. Ist das vielleicht auch so ein bisschen das neue Selbstverständnis, dass man sagt, englische Woche, da wollen wir die 9 Punkte? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das hat sich auch von Anfang an nie geändert. Also wir wollen immer so viele Spiele wie möglich gewinnen. Klar, das klappt mal besser und mal weniger gut, aber wäre schon toll gewesen, wenn wir jetzt die 9 Punkte aus der englischen Woche mitgenommen hätten, ja. Dann starten wir, würde ich sagen, und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 28. Spieltag der Regionalliga Südwest. SGV Freiburg trennt sich quasi mit dem Schlusspfiff 2:2 unentschieden von den Kickers Offenbach. Ich begrüße den Gästetrainer Christian Neidhardt und unseren Chefcoach Roland Seitz. Und wie eh und je gebührt das erste Wort zum Spiel dem Gästetrainer. Ja, hallo zusammen. Ob wir jetzt den Punkt mitgenommen haben oder vielleicht sogar das Ding am Ende gewonnen hätten, hätte ich das gleiche gesagt. Wir haben eigentlich heute nichts verdient. Ja. Also wir haben über 90 Minuten sehr träge gewirkt, sehr müde gewirkt und haben auch über weite Strecken des Spiels, auch mit den Wechseln nachher, eigentlich nahtlos da angefangen. Ich glaube, besser kannst du in so ein Spiel gar nicht reinkommen, dass du bei diesen Temperaturen heute 2:0 in Führung gehst mit 2 wirklich guten Aktionen. Das war das einzige Positive am ganzen Spiel. Und dass du dann in der 94. Minute dich mit einem langen Ball überspielen lässt, passt dann halt auch einfach zu diesem Spiel. Und deswegen sage ich halt auch bewusst, eigentlich hättest du heute gar nichts verdient gehabt mit so einer Leistung. Und wenn du hier heute die 3 Punkte mitgenommen hättest, hättest du sagen müssen, danke Gott und sei zufrieden. Und dann nimmst du mal nach einem ganz, ganz schlechten Spiel 3 Punkte mit. Weil das, was wir heute hier abgeliefert haben, es kann auch keine Entschuldigung sein, Temperaturen. Es darf keine Entschuldigung sein, dass wir heute Morgen 3 Stunden hergefahren sind. Das darf alles keine Entschuldigung sein, dass wir am Ende so leichtfertig dann diese 3 Punkte einfach liegen lassen. Weil nochmal, einfacher hätte es gar nicht gehabt und so hat sich dann halt auch beide das 2:2 verdient. Und
gebrauchter Tag für mich heute, weil ich ärgere mich massiv darüber, weil wir damit vieles kaputt machen, was wir uns hier schon sehr, sehr gut aufgebaut haben, weil so eine Lethargie, würde ich sagen, die wir heute am Tag gelegt haben, darfst du nicht ein zweites Mal machen. Und ich habe der Mannschaft, wie ich das Spiel gesehen habe, deutlich im Kreis gesagt und habe denen auch gesagt, wir reden über dieses Spiel oder lassen wir über dieses Spiel, verlieren wir kein Wort mehr. Und weil so viel, wie du heute verkehrt gemacht hast, müsste die Sitzung in der Videoanalyse 2 Stunden dauern und das spare ich mir. Roland, dir alles Gute für die nächsten Spiele. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Christian Neidhardt, und dann geben wir das Mikrofon weiter an Roland Zeitz. Ja, hallo. Hallo, Ed. Danke. Ja, mach ich was verkehrt oder keine Ahnung? Hab ich können sein? Probier mal, ob es bei dir wieder geht. Nee, wahrscheinlich. Red mal rein, ob es bei dir geht. Na, bei mir funktioniert es auch. Oder dann reden wir ab jetzt einfach eine kleine Spur lauter. So. Gut. Ja, erstmal Dankeschön, Christian. Ich denke, wir zwei sind schon so lange dabei und da ist es auch immer schön, dass wir, so bin ich ja auch, klare und ehrliche Worte finden. Und es ist ja auch dann indirekt ein kleines Kompliment an uns, auch wenn er natürlich immer seine Mannschaft sieht. Aber wir haben ja auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass es teilweise so war. Und wir haben auch ein schweres Auswärtsspiel gehabt. Am Mittwoch sind spät nach Hause gekommen und dann die Temperatur heute, es war für beide Mannschaften, denke ich, schon sehr, sehr grenzwertig. Nichtsdestotrotz haben wir an uns geglaubt und die Mentalität und die Art und Weise, wie wir uns immer präsentieren, hat sich auch heute wieder gezeigt, dass wir über den gewissen Punkt drüber gehen. Und dass wir uns belohnen, finde ich wirklich sehr, 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 sehr schön, weil wir es auch verdient gehabt haben. Aber ich kann sagen, Christian, wenn man schlechte Spiele gewinnt, hat man eine gute Mannschaft. Ne? Und ihr habt eine gute Mannschaft, deswegen hätte ich nicht entschuldigen brauchen. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir das geschafft haben. Weil ich einfach glaube, dass wir gut angefangen haben, gehen auf einmal mit 2 Toren Rückstand, wo man sagt, okay, was ist jetzt passiert? Und dann muss man fair sein, dann kann Offenbach das dritte machen. Haben sie dann nicht gemacht. Und wir wussten auch in der Kabine, wenn wir den Anschlusstreffer schaffen, dass noch genug Zeit sein wird, das 2-2 zu machen. Und ja, das haben wir dann geschafft mit einem Lucky Punch. Freue mich für alle und 7 Punkte in der englischen Woche, genauso wie der OFC. Also von daher, so schlecht geht es uns doch beide nicht. Dankeschön. Ja, danke Roland. Mikrofon meldet sich wieder zurück. Dann öffnen wir die Runde gerne an Fragen von der Presse. Seitens an Sie die Frage, haben Sie Ihre Mannschaft in der Halbzeitpause so ein bisschen wachrütteln müssen oder steckt das in den Jungs selber drin, dass die einfach, wie Sie gesagt haben, die Moral gezeigt haben? Nein, ich musste die nicht wachrütteln. Ich war mit den ersten 20 Minuten sehr zufrieden. Wir haben nur im letzten Drittel alles falsch gemacht. Wir spielen gegen eine Top-Mannschaft in der Liga. Man darf sie nicht am Tabellenplatz messen, das ist einfach so. Sie haben in der Vorrunde Punkte liegen lassen, jetzt in der Rückrunde sind sie top. Und dass man dabei gegen so eine Mannschaft hinten liegen kann, ist ganz normal. Nach dem 2-0 haben wir schon ein bisschen gebraucht, da sind wir ehrlich. Aber der Schuss von Gerry Sieger mit dem Halbzeitpfiff hat uns einfach diesen Mut gegeben, dass wir in der zweiten Halbzeit weitermachen. Und das haben wir auch gemacht. Also ich brauche die Jungs da nicht aufwecken. Ich war trotzdem erstmal mit der Grundeinstellung zufrieden, wie wir das Spiel angegangen sind. Die Unzufriedenheit war ja deutlich rauszuhören. Es gab dann auch schon Wechsel in der Pause und dann eigentlich auch schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt, also knapp vor der 60. Waren die auch der Unzufriedenheit geschuldet oder hatte das andere Gründe? Weil ich glaube, nicht alle Leute, die heute dabei waren, waren ganz fit und einige sind ja auch kurzfristig ausgefallen. Findest du da die Unzufriedenheit? Ja, wir mussten wechseln, weil Banner Probleme mit dem Oberschenkel hatte. Ist so das dritte Spiel in der englischen Woche und dann versuchst du natürlich auch die Belastungssteuerung ein bisschen hinzukriegen. Ich glaube, egal was wir heute gemacht hätten, es hat ja eigentlich gar nichts gefruchtet. Ich glaube, wir haben draußen 90 Minuten gecoacht und wir hätten uns auch mal Bratwurstbude stellen können. Irgendwie kam nichts an. Ne? Also, die Jungs waren halt einfach heute nicht aufnahmefähig, die waren vom Kopf her müde und das hast du deutlich gesehen, weil so die Spielfreude, die wir in den letzten Wochen am Tag gelegt haben, davon hast du leider heute nichts gesehen. Dann hast du die Hoffnung, dass du dann halt vielleicht nochmal frische Leute bringen kannst über die Bank, aber die haben sich dann nahtlos eingereiht. Ich glaube, wir hatten eine Chance zum 3-1 über Mesanovic in der zweiten Halbzeit.
ja, die kannst du dann vielleicht machen, dann hast du einen Deckel drauf gemacht und am Ende bleibt es dann halt immer so, dass du zittern musst und der Gegner macht das 2-2. Wie gesagt, aus einer Situation, die auch nicht passieren darf. Aber es passt irgendwie zum Spiel. Jetzt habe ich auch ein paar andere Sachen beantwortet. Ich hoffe, dass ich deine Frage soweit beantwortet habe. Keanu Staude war jetzt auch zielt die Frage ab, weil der ja, sag ich mal, schon ein Faktor war in der ersten Halbzeit. Der hatte, glaube ich, diese Spielfreude, aber der musste dann zur Pause raus. Ja, Keanu war mausetot. Der hatte mit dem Bronchien zu tun und war eigentlich bis heute Morgen noch auf der Kippe. Und hat dann, oder die Ärzte besser gesagt, haben grünes Licht gegeben und dann hat er sich heute in Dienst der Mannschaft gestellt und ich wollte auch, dass er unbedingt spielt. Und von daher hat es jetzt eine Halbzeit gereicht, hat sein Tor gemacht. Ja, die Qualität von Keanu, die fehlt natürlich schon. Gerade diese 1-gegen-1 Situation am Flügel, die hatten wir dann leider heute nicht mehr. Gut, wenn es ansonsten keine Fragen gibt, dann schließen wir ab mit dem Hinweis, wie immer nächsten Samstag geht's für den SGV Freiberg weiter mit dem Auswärtsspiel bei TuS Koblenz und wie immer im Livestream bei Leagues Football oder vor Ort im Stadion zu verfolgen. Ansonsten ein schönes sonniges Restwochenende, alle miteinander, gute Heimreise und alles Dankeschön. Gute an unsere Gäste. Bis zum nächsten Mal und ciao.